Valdiugs, 28. April ist es so weit. Der Jodelclub Alperösli Bad Ragaz feiert 75 Jahre Jubiläum. Wie ist es denn da dazugekommen? Ja, am besten fange ich gerade mal bei der Gründung an. Weil die Gründung im Jahr 1943 ist von ein paar Initiativen Bad Ragazer entstanden. Sie haben den Jodelclub gehört am Seefest im Giessenpark und haben dann dort das Gefühl gehabt, ja, eigentlich, warum muss da ein auswärtiger Jodelclub kommen? Das könnten wir doch auch. Und dank der Initiative vom Dorflehrer Ernst Gartmann haben sich dann die 13 Männer gefunden. Ich zähle gerade mal ab, muss aber für das ein bisschen abspicken, wer die 13 Männer sind. Das war der Ernst Gaffner, der Karl Goth, der Alois Hobi, der Adolf König, der Johann König, der Trani Locher, der Pepi Matli, der Rudi Müller, der Oskar Oetli, der Felix Rosenkranz, der Sepp Widrig und der Ernst Zehnder. Die haben sie dann ans Probenherr gemacht. Und wie sie so will, so Zeug bleibt im Dorf nicht lang verborgen. Bereits im Oktober sind schon vom Platz weg engagiert worden. Der FC hat sie bei einer Veranstaltung bei ihnen einfach nur gerade auftreten. Sie haben sich dann dafür allerdings müssen zuerst eine Tracht mieten, weil sie haben ja soweit keine Ausrüstung hatten. Und zur Überraschung von allen haben sie sogar eine Gage dafür bekommen. Ja, und jetzt haben sie Geld gehabt, haben sie Dirigenten gehabt, haben gute Jodler gehabt, gute Kameradschaft. Ist gerne nichts anderes übrig geblieben als ein Verein zu gründen. Und das haben sie dann im Dezember auch gemacht. Der Ernst Gartmann als Dirigent hat 40 Jahre lang den Club dirigiert, bis er gestorben ist, also vor der Gründung bis zu seinem Tod. Du, der Ernst Gartmann, das ist der, der aber einen Haufen andere Club auch nicht dirigiert hat, gell? Ja, das ist der Bekannte, gell? Der ist sehr bekannt, ja. Dort mal eine absolute Jodlergröße, die hat er sich aber müssen erarbeiten. Er hat eben mit den Ragazzerjodlern angefangen, dann hat er sich aber in verschiedenen Chargen im Verband weiterentwickelt. Er ist im nordostschweizerischen Jodlerverband im Vorstand gewesen. Er war Berichterstatter in der Jodlerzeitung und hatte unzählige Ämter gehabt. Und in der Gegend hat er meines Wissens etwa 8 verschiedene Clubs über unterschiedliche Perioden dirigiert. Ja, mindestens, wenn nicht noch mehr. Gell, ja. Die Sterne mit am Jassertisch kurz zieht. So schnell vorbei. Sie schirben und sie büten mit, will jeder Gründer sein. Der Gast ist König, da bin ich, man fühlt sich mir allein. Ein Schauer wird dich aller gut, seit Vorher hast du den Matle erwähnt, das ist mir aufgefallen. Da hat es eine Auswertung gehabt. Also Ragazzernehmer sind sie alles gewesen, gell? Das sind nicht gerne alles Ragazzernehmer gewesen, allerdings hat der Matle tatsächlich schon zu Ragaz gewohnt. Ah. Das ist ja das schon. Aber woher dass er ursprünglich gekommen ist, das weiß ich nicht. Weißt du, so lange mag ich mich doch nicht genau, besinnen. Ja.
Aber es ist typisch Gründung im Giesenpark. Das ist bei der Gatze passiert viel im Giesenpark, was irgendwie anfängt. Das ist irgendwo schon so. Es ist einfach so ein toller Platz, den man auch heute noch immer wieder für Feste brauchen kann, wo man sich begegnet, wo einfach schön ist zum Sein und eben auch eine gute Laune gibt und gute Stimmung und scheinbar eben auch gute Ideen, wie es der Jodelclub gründen. Du bist ja eben Informatiker, gell? Also, wie bist denn du zum Jodeln gekommen? Ja, eigentlich durch die Verwandtschaft, wie sehr viele. Meine Tante war die erste Jodlerin, die es hier im Club hatte. Also die erste Frau. Die ersten Jodler sind der Johann König, der Vater von unserem heutigen Jodler, und der Josef Wiedrich. Aber wo dann die nicht mehr wählen oder können, Jodler ist dann meine Tante eingesprungen und ist da nicht allzu lang, aber doch ein paar Jahre Jodlerin in dem Club. Und das macht einem irgendwie Freude, gell, das Jodeln? Das macht einem Freude, das ist einfach so. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre an den Festern, aber auch nur schon in der Probe. Wir sind im Club, das ist wahrscheinlich das, was ich am stolzesten bin, innerhalb von dem ganzen Club von diesen 75 Jahren. Der stolzste Erfolg ist, dass wir während der ganzen Zeit immer eine tolle, super Kameradschaft hatten. 13 sind es zuerst gewesen. Wie viele sind ihr jetzt? Jetzt sind wir 19. Hoppla. Ja. An der Spitze jetzt eine Frau, gell? An der Spitze ist eine Frau. Also an der musikalischen Spitze ist eine Frau. Das ist Sissi Rieck. Genau. Sie macht das sehr toll. Sie ist sehr kompetent, genauso kompetent, wenn nicht gar noch kompetenter als ihre Vorgänger. Sie macht das wirklich umsichtig und mit sehr viel Energie und mit sehr viel Engagement. Was mir also geblieben ist, ist auch der Walter Holderegger. Ich glaube, der war zweimal. Ja. Und wenn man dort gerne alles drückt, hat der Walter mir mal gesagt, ihr hättet auch schon zwei Dirigentinnen gehabt. Dann wäre sie jetzt als das Nummer 3. Kann das sein? Also das geht nicht ganz auf. Ja. Also als erstes war der Ernst Gartmann. Der ist dann abgelöst worden vom Dirigentenduo Niklas Kühne und Max Bieslin. Ja. Die haben das miteinander gemacht, 8,5 Jahre lang. Dann ist das erste Mal der Walter Holderegger gekommen. So 3-4 Jahre, gell? Ja, etwa 4 Jahre meine ich. Ja, ja. Und dann hat der Amadeus Muth, aha, wieder ein Dorflehrer von Bad Ragaz, uns für 10 Jahre dirigiert. Und da dann der Amadeus macht eigentlich solche Sachen immer nur etwa 10 Jahre. Aha. Der hat, wo dann der gehört hat, ist der Walter Holderegger wieder in die Bresche gesprungen. Genau. Und hat dann das gemacht bis im Sommer 2012. Und seitdem ist eben die Sissi. Dann wäre sie bei euch die Erste. Von der Frau an Frau ist sie absolut die Erste. Ein Stall, wo ordentlich gelten tut, ein Schar von gesunden Tierli, ein Meister, wo zum Rechten schaut und Hilfe ganz Manierli, ein heitere Lune am Werchen zum
mich würde interessieren, jetzt passiert ja noch einiges in dem Fest, wo du OK-Präsident bist. Also, was kann man da jetzt sehen am Samstag, dann am 28.? Also am Samstag, das Wichtigste sind mit Sicherheit die drei ganz, ganz tollen Gastformationen, die wir hier haben werden. Wo man wahrscheinlich nicht weiter vorstellen muss, ist der Jodelclub Wiesenberg. Die sind bekannt aus Fernsehradio mit unzähligen Auftritten, weil sie haben verschiedene Sachen gemacht. Sie haben Ewige Liebe vom Esch aufgeführt. Sie haben mit der Frau Signordi zusammen Lieder gemacht. Das hat sie natürlich unwahrscheinlich bekannt gemacht. Gleich sind sie immer am Boden geblieben und sind auch im Naturjodel, wo sie perfekt zelebrieren, auch treu geblieben und sind eine ganz einfache, aber natürlich gesanglich hochstehende Gruppe. Dann haben wir natürlich den Wiesenberger, wie haben Sie das? Dann ist noch die Bergröseli Alp nach Stad. Das ist ein Club, der sehr rar ist hier in der Ostschweiz. Sie sind spezialisiert auf die Innerschweizer Naturjödel. Das machen sie einfach nur gerade spitze. Also jodlerisch gesehen ist das wahrscheinlich der grösste Leckerbissen, wenn ich da meine Meinung dazu sagen darf. Weil das ist einfach, ja, Naturjodel, mehr von Herzen kann man es eigentlich nicht mehr bringen. Alp nach Stad, gell? Ja, und das ist mal auch, wenn man denen zuhört und zuschaut, hat man manchmal das Gefühl, die Stimme kommt aus dem Maul raus. Hast du das Gefühl, die Stimme sind wie um die Jungen raus, wie um die Jungen, gell? Ja, das sind halt auch wirklich Naturburschen und die singen das einfach aus der Seele. Und das ist ja so, die Jodeltechnik ist vielleicht manchmal, denkt man, die haben gerne keine Jodeltechnik, wenn man es aber dann hört, dann weiss man, sie haben eine Jodeltechnik und die ist perfekt. Dann natürlich sind ihr und wer ist sonst noch? Dann ist noch der Jodelclub Männertreu Nestlau, Neu St. Johann. Das ist noch, da haben wir natürlich aus der Ostschweiz eine der ganz, ganz tollen Formationen können gewinnen für den Anlass. Sie sind jetzt einfach natürlich eher am Toggenburger Naturjodel verschrieben, singen aber auch so ganz hervorragende, wunderschöne Lieder und sind einfach, ja, halt einfach nur ein, man sagt so ein Augenweide, ich weiß nicht, ob man das für das Ohr auch sagt, ein Ohrenweide oder ein Ohrenschmaus ist, glaube ich, eher das richtige Wort. Bei denen kann man auch besser sagen. Also wenn ich so denke, Klanghaus, gell, wenn es dort mit Naturjodeln, mit den Mongolen zum Teil auftreten sind, oder? Natürlich wirklich hervorragend. Und natürlich fast international erprobt, in dem sie natürlich schon zusammengetroffen sind, eben mit internationalen Gruppierungen, also mit Finnen, eben mit Mongolen und so weiter natürlich. Ja, die haben das eben auch. Das ist eben, weißt du, so in den Regionen, die eher ein bisschen ländlich sind, wo eher ein bisschen das Jodler noch einen höheren Stellenwert hat, wie jetzt hier bei uns im Bad Ragaz, wo eben auch die ganze Bevölkerung irgendwo mit dem ganzen Traditionsgedanken aufwächst, dort ist einfach noch ein bisschen mehr Gefühl, noch ein bisschen mehr Enthusiasmus da. Wir probieren das selbstverständlich auch und kompensieren das aber vielleicht dann durch das, dass wir für uns vielleicht ein bisschen mit anderen Sachen engagieren. Weißt du, Padre Gatz, könnte man fangst du ein bisschen zäuerlen, also die Appenzeller, oder? Weißt, meine Frage ist nur darum, tust du daheim jemanden mal üben oder musst du dann in den Keller rein oder darfst du das richtig mal ausholen? Ja, also ich tue tatsächlich viel daheim üben. Es ist, wenn du vorjodeln musst du ein bisschen mehr trainieren als einfach der Chorsänger, das geht so eigentlich nicht. Es ist aber als Solist hast du ein bisschen mehr Verantwortung und musst auch ein bisschen mehr trainieren. In dem Fall kann man sich freuen, gell, auf den 28. Und natürlich ist das Fest am 27. Und dann natürlich eben, dass so ein bisschen ganz Bad Ragaz da beteiligt ist. Ich glaube, sie geht der Stefan den Back von Australien, he? Auch noch irgendwie. Ganz genau. Also ich muss halt leider sagen, der Samstagabend, der 28. ist bereits schon ausverkauft. Aha. Also leider.
Eigentlich bin ich glücklich, dass der ausverkauft ist. Aber dafür haben wir am Freitag, gegangen davon aus, werden wir noch Platz haben, weil da kommt eigentlich sämtliche tönenden Kulturtreibenden von Bad Ragaz treten da auf. Also du hast es vorher erwähnt, vom Stefan Ross über Nevada, aber dann auch alle singenden Vereine, beide Kirchenchöre, das Nostalgiechörli, der Männerchor, dann die zwei Musiker, die Harmonie und Pizzolmusikanten. Es ist dann aber auch noch, das ist sicher niemand vergessen, muss ich schnell hier auf den Spiegel schauen. Es ist halt einfach ein reichhaltiges Programm, gell? Und Spiegel. Theatergesellschaft, Talkleder, das ist so eine. Was, ein Theater gibt es auch noch? Ja, die Theatergesellschaft kommt auch, tritt auch auf. Die werden uns irgendwelche Sketches oder so präsentieren. Und dann haben wir noch das Alporn-Trio. Pardiel, wo auch noch wird das Beste geben. Und alles Geld geht Ausgangsautobahn über dieser grossen Halle. 2000 Leute, oder? Nicht ganz. Es sind etwa 1100 Leute, die Platz haben. Aber wir sind schon glücklich, dass wir 1100 Leute unterbringen können. Es ist aber dafür verkehrstechnisch hervorragend gelegen, wirklich direkt bei der Autobahn. Ja, wir würden die anderen 900 draussen anstehen. Und wir zeigen es natürlich dann auch, gell, bei Rheinwelt. Ich glaube, das dürfen wir schon, gell, die Aufnahmen zeigen. Ja, das dürfen wir sicher zeigen. Ja. Das ist, also wir freuen uns natürlich, dass das auch eine Nachhaltigkeit hat durch das. Und dass wir auch die Leute, die eben nicht kein Billett mehr können ergattern konnten, dass sie auf diesem Weg auch noch ein bisschen von dem Fest geniessen. Walti, man merkt, du bist ein Fan, gell? Ist auch ein Ausgleich zu deinem Beruf, nehme ich an. Das ist es absolut. Wenn ich manchmal todmüde singen gehe, kann ich sicher sein, ich bin aufgestellt und erholt, viel erholter, als wenn ich am Anfang die Probe angefangen habe, bis zum Schluss. So langsam stammt ich zu reden.